Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen 1. FC Köln. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Man darf nicht vergessen, dass die Kölner mal die modernste Mannschaft in Deutschland waren. Also Anfang der 60er. Damals haben alle vom FC gelernt. Da hat sich der ein oder andere was abgeguckt. Dann haben sie den Verein vom Rhein immer mehr überholt. Aber mittlerweile kommt der Club zurück. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Alexander Schwolo ist der Torhüter. Maya Yoshida spielt neben Marcin Kaminski in der Verteidigung. Und vorne sind sie in diesem Spiel heute mit 4 Stürmern sehr offensiv. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Der FC Schalke 04 mit dem Anstoß. Spiel beginnt. Schalke jetzt über außen. Jetzt kommt die Flanke rein. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Keins. Steffen Tigges. Sie bringen den Ball in die Mitte. Ah, oh, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Frey. Cedric Brunner. Jetzt der Vorstoß. Er macht zu. Dani Lazza. Da ist der Ballverlust. Da ist ein gefährlicher Steilpass. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Benno Schmitz. Ballverlust, Hector. Steffen Tigges. Davy Selke. Sie spielen steil, gefährlich. Jetzt könnte was entstehen. Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Der Ball ist zurück bei den Kölnern. Hector. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Lazza. Da haben sie die Chance. Das macht er sicher. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung.
Ecke in den Strafraum. Benno Schmitz. Hector. Keine gute Aktion. Hector. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt gut. Er ist frei. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Ecke kommt in die Mitte. Keine echte Torgefahr. Sie gehen dazwischen. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Da kommt die Ecke. Super Pass. Gut verteidigt hier. Björns, Pausenpfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. Der FC mit dem Anstoß, es geht weiter. Ja, der zweite Abschnitt läuft. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Aber er muss aufpassen, weiter die Kölner. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Die Szene erstmal zu Ende. Gibt hier Vorteil für Schalke. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Der erste FC Köln mit Platz auf außen. Die Chance hier. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Nochmal dieser Treffer, da ist die Flanke. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schalke jetzt über außen. Hereingabe in die Mitte. Der Torwart mit dem Ball jetzt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Keins. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Misslungener Pass,
da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Nach wie vor lebt diese Chance. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Oh, jetzt werden sie wechseln. Er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Er geht dazwischen. Und jetzt gibt es hier Eckball. Jetzt kommt der Wechsel. Ecke in die Mitte. Er bringt den Ball nicht raus. Der ahnt diese Szenen. Der macht wieder das Tor. Nummer 2 heute schon. Das ist schon stark. So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag. Halbherzig. Und das wird bestraft. Und der Ball ist im Tor. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Kingsley Schindler. Davy Selke. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Die Gäste führen hier klar, wir sind mittendrin in der Schlussphase. Sie sind überlegen, 2 Tore Führung, sie machen das immer wieder clever, sind sehr stark. Ich glaube, die holen sich den Sieg. Das ist noch gefährlich. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Keins. Oh, gefährlich dieser Ball. Dass er dazwischen geht, das wäre gefährlich geworden. Gehalten, stark gemacht. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Sie bringen den Ball in die Mitte. Aber was Zählbares kommt am Ende dann doch nicht heraus. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Den Ball hat er. Ganz souverän. Jetzt ist es aus. Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gäste sind also der Sieger dieser Begegnung in der Liga. Aus meiner Sicht
War das heute eine gute Leistung? Knapper Sieg am Ende und damit werden Sie zufrieden.